Na, grüßt euch. So, ich habe hier ein wunderschönes Schlüsselpaar und ich zeige euch jetzt mal, wo die reinpassen. No? Versteckt in diesem Tuch ist schon ein Motorrad, das ein bisschen was älter ist. Ich möchte euch das Fahrzeug trotzdem zeigen, ein bisschen näher bringen, weil ich finde, dass es eines der coolsten Motorräder ist, die Ducati in der letzten Zeit gebracht hat. Ist so ein bisschen in dem ganzen V4-Trubel untergegangen. Meine Rede kurz, da sehe ich noch mal kurz und die Abdeckplane hier ab. Rote Räder, die Spezialisten unter euch werden das schon kennen. Da hat sich hier in der Motorradmeisterei bei mir in Hehlen tatsächlich noch eine nagelneue, ungefahrene, nicht zugelassene, mit null Vorbesitzern versehene 1299 R Final Edition versteckt. So, Tuch weg. Das Motorrad ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich finde, dass das Fahrzeug so ein bisschen untergegangen ist in diesem ganzen V4-Hype, der stattgefunden hat. Ducati hat 2017, also im Juli 2017, also vor ziemlich genau 3 Jahren, das Fahrzeug hier in Laguna Seca vorgestellt im Rahmen der Superbike-WM. Dort sind halt die Superbike-Piloten in diesem Dekor gefahren und das wurde dann auch genutzt, um das Motorrad vorzustellen. Dieses wunderschöne Fahrzeug ist tatsächlich das letzte große V2 Superbike, was Ducati überhaupt gebaut hat. Also danach ist es ja dann gleich, in 2018 kam dann gleich die V4 und damit war dann die Geschichte der großen V2 Superbikes tatsächlich Geschichte. Und was bei diesem Motorrad hier sehr, sehr schön ist, ihr seht das an den sehr schicken Reflektoren vorne an der Gabel und an der Auspuffanlage hier oben, dass das tatsächlich die Euro 4 Homologation ist, genauso wie sie die Superleggera 1299, also die Superleggera 2 hat. Hat den Hintergrund, dass es wirklich der gleiche Motor ist, beziehungsweise die gleiche Basis. Das ist hier so ein bisschen das Besondere bei dem Ding. Das Ding hat ja, 209 PS, wobei die Spitzenleistung gar nicht so das Faszinierende hierbei ist, finde ich, sondern das Faszinierende ist, wie das Ganze bei dem Motorrad passiert. Durch den großvolumigen V2, der stärkste jemals in Serie produzierte Zweizylinder ist das im Übrigen, entwickelt der einen Drehmoment von 142 Newtonmeter bei 9000 Umdrehungen, glaube ich, ungefähr. Das ist im Vergleich, wenn man die V4 mal sieht, die hatte 124 Newtonmeter. Also die letzten beiden Zahlen genau gedreht, kann man sich sehr, sehr gut merken. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend bei dem Motorrad. Und ich finde, das ist halt ja, total unter Wert geschlagen ist. Von der Technologie her wirklich ganz nah an der Superleggera. Gut, die Verkleidung ist jetzt nicht aus Kohlefaser, der Rahmen ist nicht aus Kohlefaser, die Schwinge und die Räder auch nicht. Da sind normale Aluminium- bzw. Kunststoffteile benutzt worden. Das ist aber, macht der Faszination dieses Motorrads keinen Abbruch. Und wir reden dann ja auch nicht von 80.000 Euro Fahrzeugpreis, sondern 40.000 Euro hat das Motorrad damals gekostet. Aber das Motorrad kann man auch sofort daran erkennen, dass eben diese wunderschöne Akrapovic-Auspuffanlage verbaut ist mit dem Vorschalldämpfer unter dem Fahrzeug. Ist eine komplette Titananlage. Ihr könnt das halt auch erkennen an den blauen Krümmern, beziehungsweise hier der Akrapovic-Schriftzug Titanium, Auspuffklappe und dann dementsprechend mündet das oben in den zwei wunderschönen Titanrohren. Klanglich auch ein absolutes Gedicht. Der Motor läuft sehr, 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 sehr pur. Also wie gesagt, ein großvolumiger V2, 116 mm Bogen der Zylinder. Die Ventile sind aus Titan, die Pleuel sind aus Titan, die Kurbelwelle ist Wolfram gewuchtet, genauso wie bei der Superleggera eben auch. Größter Unterschied bei dem Motor von der Superleggera zu der 1299 R Final Edition ist, dass das hier tatsächlich ein Druckgussgehäuse ist im Motor und die Superleggera 2 hat ein Sandgussgehäuse, um da eben noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Das ist einer der Unterschiede. Gut, hier sind Stahllaufbuchsen drin, Superleggera Aluminium. Ist so ein bisschen schwerer, aber dafür auch haltbar und auf jeden Fall absolut alltagstauglich.
Ich habe einige Kunden, die so einen Apparat fahren, im normalen Straßenbetrieb. Und die laufen alle problemlos. Wenn man so ein Motorrad tatsächlich mal fährt, wenn die Fahrzeuge hier zum Service sind, und wir schauen, ob da alles in Ordnung ist, das ist auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die fahren auch tatsächlich anders wie eine normale 1299 oder 1299S. Also der Motor, der ist wirklich, ja, muss man mal erlebt haben. Also schon sehr, sehr speziell. Des Weiteren ist das Fahrzeug sehr, sehr leicht. Obwohl jetzt nicht alle Teile aus Kohlefaser sind, sind viele Kohlefaser-Anbauteile dran. Was Ducati hier bei dem Fahrzeug auch gemacht hat, wieder super R-typisch. Das elektronische Fahrwerk ist weggelassen worden. Dafür ist ein manuell verstellbares Fahrwerk montiert. Von Öhlins natürlich, wo dann Druck- und Zugstufe separat einstellbar ist. Und eben keine schwere Elektronik oder eine Elektronik, die dann doch irgendwann irgendwie mal reinregelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, als der Christian auf die Brücke gefilmt hat. Das hier ist die Nummer 414. Produziert worden sind von den Motorrädern 1299 Stück weltweit, also 1299, sowie der Hubraum. Fahrzeuge sind schon lange ausverkauft, also so nicht mehr zu bestellen. Ich habe gerade eben, bevor wir jetzt hier mit dem Video angefangen haben, mal kurz bei Mobile geguckt. Aktuell sind noch 3 Neufahrzeuge, die im Handel stehen. Von daher ist das ein Modell, was, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen in Vergessen oder schnell in Vergessenheit geraten ist, weil die V4 wirklich einen großen Hype ausgelöst hat. Aber jetzt so langsam, wenn die Dinger alle weg sind, ich bin mir ganz, ganz sicher, der ein oder andere wird sich später daran erinnern und sagen, boah, das war noch ein richtiges Charaktermotorrad mit super viel Drehmoment unten raus, sehr, sehr pur, also wirklich schick. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir darüber nochmal einen kurzen Film und ich erzähle ein bisschen was dazu. Ja, das Fahrzeug, wie gesagt, steht jetzt schon eine Zeit lang bei mir. Habt ihr bestimmt schon auch in dem ein oder anderen Video abgedeckt im Hintergrund gesehen. Ich habe da ein bisschen drauf aufgepasst. Ja, wenn das einer haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Ab morgen, quasi dem 1.7. lohnt sich das auch richtig. Da gibt es nochmal 16% Mehrwertsteuer. Also wird das Fahrzeug tatsächlich 1000 Euro und günstiger. Würde ich dann auch so weitergeben an euch und würde mich da sehr, sehr freuen, wenn das in gute Hände kommt. Ja. Was auch ganz schön ist, ein bisschen gestellt hier, es gibt zu dem Motorrad auch noch eine Urkunde dazu, wo dann dementsprechend die Fahrgestellnummer aufgeführt worden ist, die Seriennummer des Fahrzeugs und das ist halt eine echte 1299 R Final Edition aus der limitierten Serie ist. Ja, das gibt es dann halt. Zu dem Fahrzeug gab es das dann so dazu und nochmal als Echtheitszertifikat. Ja. Ansonsten, die Dinger, die verbaut sind, leichte, neben dem schönen Fahrwerk, die leichten geschmiedeten Räder aus Aluminium in dem Fall. Da hatten wir letztens ein Video gemacht von der Sport 1000. Da haben wir Speichenrädern auf Aluminium geschmiedete Räder umgeswitcht und ich habe dazu ein bisschen erzählt, was da so die Vorteile sind. Also solche Räder sind hier natürlich auch drin. Dann die M50-Bremse, ja, halt alles State of the Art eben, ne? Ja, ich glaube, wir haben in dem Ding sogar eine Batterie. Da würde ich sie mal kurz anmachen, ein bisschen laufen lassen. Dann könnt ihr euch nochmal ein wenig an dem Auspuffklang erfreuen. Geruchsmedien gibt es ja noch nicht, sonst hättet ihr noch den schönen Benzingeruch des Motors in der Nase. Aber ich gucke mal, ob die Batterie angekommen ist. Ist sie leider nicht. Scheiße. Ja, mein lieber Christian, da musst du mal einen Schnitt machen. So, da sind wir wieder. Jetzt mit angeklemmter Batterie natürlich. Apropos Batterie, Lithium-Batterie natürlich hier, State of the Art verbaut. Aber ist bei so einem Motorrad auch, ja, denke ich mal, normal. Gut, ich schmeiße das Ding jetzt an. Ihr könnt ein bisschen lauschen. Beim Video ist das ja immer so eine Sache mit den Tönen, wie das rüberkommt. Worauf ihr mal achten könnt, wie hart tatsächlich dieser Motor läuft mit diesen super geringen Massen. Also auch die Kolben haben nur 2 Kolbenringe. Titanpleuel hatte ich schon erzählt. Also das hört man auch ganz deutlich an dem Motorlauf, dass das Ding völlig anders läuft wie eine normale 1299. Achtet mal drauf.
das meinte ich. Also ist schon sehr, sehr schick. Wie gesagt, letzte große V2 Superbike, Motor aus der Super Legera von der Technologie, alles dran, was perfekt funktioniert, konsequent auf Leichtbau. Zum Beispiel der LED-Scheinwerfer, den die S hat, hat die nicht. Da ist jetzt dann der normale Scheinwerfer drin, obwohl er eigentlich in Anführungsstrichen nicht so wertig ist wie ein LED-Scheinwerfer. Er ist hier drin, weil er einfach leichter ist. Ne? Und das ist schon sehr, sehr cool. Was viele sagen, 1299 Einheiten sind relativ viel. Ich kann euch sagen, bei einer Superleggera, wo es 500 Einheiten von gibt, da verschwinden fast alle in irgendwelchen Sammlungen und Wohnzimmern und werden nicht gefahren. Bei diesem Motorrad, die werden ganz oft gefahren. Und da ist es dann leider so, dass die auch mit der Zeit dann tatsächlich weniger werden. Und von daher ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Schaut mal nach, einige stehen noch im Handel. Wer ein super schönes, exklusives Motorrad sucht, was gut funktioniert, einen wahnsinnigen Charakter hat oder was sehr, sehr Besonderes ist, der wird bei diesem Apparat hier fündig. Des Weiteren interessiert mich natürlich auch immer eure Meinung dazu. Könnt ihr gerne unten die Kommentarfunktion verwenden, schreibt mal rein, welches der Panigale-Modelle denn euer Favorit ist. Mögt ihr lieber den V2 jetzt, wo der V4 länger auf dem Markt ist? Was haltet ihr von der 1299R, speziell hier von der Final Edition? Oder würdet ihr dann bei 40.000 Euro dann doch lieber zu einer Panigale V4R greifen? Das schreibt unten mal in den Kommentar. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich freuen. Wir möchten noch ein bisschen mehr machen mit euch oder für euch. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann, bleibt sitzen. Ciao. We'll be right back.